Willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute mit dem Titel Werde zur besten Version deiner selbst. Es geht hier um einen Dopamin-Detox und was genau das ist, das verrate ich dir jetzt. Ich bin gerade schon dabei, ich bin gerade schon mittendrin im Dopamin-Detox und für dich heute die Herausforderung, wenn du dieses Video schaust, mit mir zusammen das Ganze durchzuziehen, zumindest für die kommenden paar Tage. Also, Dopamin-Detox, was ist das überhaupt? Und ich erkläre dann auch gleich, warum das wichtig ist und warum das sehr viel Sinn macht, das zu machen. Wir haben hier auf dem Channel in der Vergangenheit schon öfter Herausforderungen angegangen, uns gemeinsame Herausforderungen gestellt, wie zum Beispiel dem NoFap, No Porn Konstrukt. Und das soll eben heute auch so etwas sein. Und wenn du bei dem NoFap, No Porn Ding mitgemacht hast, dann weißt du auch schon ungefähr, in welche Richtung so ein Detox gehen kann. Vielleicht kennst du den Begriff Digital Detox, der heutzutage ja so ein bisschen im Umlauf ist, was einfach bedeutet, ein Detox, ein Entgiften von digitalem Einfluss. Na, was die Leute dann machen, ist halt für x Zeit, also für mehrere Tage oder Wochen oder vielleicht sogar Monate, je nachdem wie hardcore man ist, setzt man sich eben keinen digitalen Medien aus, packt sein Handy weg, guckt kein Fernsehen, was auch immer. Also das kann man natürlich alles selbst entscheiden. Das ist ja im Ermessen der jeweiligen Person. Und sowas in der Art wollen wir auch zusammen machen, nämlich ein Dopamin-Detox. Was ist ein Dopamin-Detox? Also, wenn du die Videos über das NoFap, No-Porn-Ding gesehen hast, dann weißt du ja vielleicht schon ungefähr, oder dann habe ich da zumindest schon mal die Grundlagen rund um das Molekül oder rund um das Hormon Dopamin erzählt. Also es geht einfach darum, dass gewisse Dinge, die wir machen, Dopamin ausschütten. Also wenn du jetzt ein Stück Schokolade isst, dann wird Dopamin ausgeschüttet, denn dein Körper möchte dich belohnen im Sinne von, hey, super, das trägt zum Überleben bei, weil es halt kalorienreich ist relativ. Bitte mach das in Zukunft wieder, oder wenn du Sex hast, dann schüttet dein Körper Dopamin aus, um dich halt zu belohnen und zu sagen, super, das ist gut für die Reproduktion, mach das bitte in Zukunft wieder. Und so gibt es eben in unserer Umgebung viele Dinge, die Dopamin ausschütten. Das Problem ist leider, dass sehr schlaue Leute im Marketing und sehr schlaue Menschen allgemein herausgefunden haben, wie man auch mit Dingen Dopamin ausschütten kann, die eigentlich gar nicht so unbedingt Dopamin ausschütten sollten. Na, das heißt, wenn du dich jetzt zum Beispiel gesund ernährst oder wenn du dich jetzt kalorienreich ernährst mit guten kalorienreichen Lebensmitteln oder du hast Sex oder du machst Sport, das sind alles Sachen, die schütten Dopamin aus und das ist ja erstmal auch keine schlechte Sache. Wenn das Dopamin dich dazu bringt, dass du regelmäßig dich bewegst und Sport machst, dann ist es natürlich eine positive Sache, ganz klar. Aber in unserer heutigen Welt gibt es eben auch ganz viele Dinge, die Dopamin ausschütten, obwohl sie das eigentlich gar nicht sollten. Ne? Beispiele sind Pornos und Masturbieren. Ne? Gerade Pornos, das ist halt so ein Ding, das ist keine positive Sache für uns, das wirkt sich negativ auf uns aus, aber trotzdem durch diese extreme Dopaminausschüttung, ich habe in den vergangenen Videos schon mal erklärt, wie das zustande kommt, ist es eben eine sehr suchterzeugende Sache. Gleiches gilt für Dinge wie Alkohol oder Drogen oder Fernsehen, Netflix, Amazon Prime, YouTube-Videos schauen, Instagram, Facebook, ja gut, WhatsApp ist so, könnte so sein, könnte nicht so sein. Es gibt also viele Dinge, die jetzt Dopamin ausschütten, die uns einfach eigentlich nur süchtig machen sollen und die unser Leben tatsächlich, ja, runterziehen, die uns davon abhalten, die beste Version unserer selbst zu sein. Und darum soll es ja hier gehen. Das ist ja auch der Titel des Videos. Das heißt, wenn du irgendwas vorhast, wenn du irgendwas Großes mit deinem Leben vorhast, wenn du irgendwelche speziellen Ziele verfolgst, ist es eben sehr oft der Fall, dass diese schlechten Dopamingewohnheiten dich davon abhalten, das zu tun. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, nehmen wir an, du willst dein eigenes Unternehmen aufbauen. So, und natürlich ist es so, wenn du dein eigenes Unternehmen aufbauen willst, dann musst du da halt ein bisschen Zeit rein investieren und du wirst doch nicht von heute auf morgen ein erfolgreicher Unternehmer, sondern sagen wir mal, es dauert mal mindestens 3 Jahre, nehmen wir das jetzt mal als Beispiel haben. Ne? Das kann natürlich länger oder kürzer sein, aber auf jeden Fall braucht es Zeit. Nehmen wir mal an, es dauert 3 Jahre, dann ist es eben so, dass du mental hier oben auch in der Lage sein musst, 3 Jahre durchzuhalten. Und das Problem ist, und da haben wir schon mal drüber gesprochen, wenn man sehr viel von diesen Dopaminsucht-Sachen macht, wie zum Beispiel die ganze Zeit Netflix gucken oder die ganze Zeit Pornos gucken oder was auch immer, all die Sachen, die ich genannt habe, dann ist eben das Problem, dass wir auf diese Kurzzeitbelohnung getrimmt werden. Na, dann bist du immer so, boah, ich möchte jetzt die Belohnung, ich möchte sie jetzt, weil wenn du Pornos schaust, kriegst du die Belohnung sofort. Du kannst jetzt tolle nackte Frauen sehen, kannst jetzt kommen und das ist kein Problem. Wenn du Netflix schaust oder Amazon Prime, dann kriegst du die Belohnung eben sofort. Du erfährst jetzt alles von der Geschichte und dann kommt noch ein Cliffhanger und du kannst noch weiter schauen, du kannst durchbingen, kannst irgendwie 10 Stunden am Stück Serien gucken und fühlst dich total gut, eigentlich nicht so wirklich, aber
dein Dopaminsystem läuft eben und macht dich eben süchtig nach dieser Sache. Ne? Videogames kann es genauso sein, aber auch solche Sachen wie Junkfood zum Beispiel. Ne? Das ist alles ungefähr das Gleiche. Und so gewöhnt man sich eben auf Dauer diesen Kreislauf an, dass man immer ja, den einfachen Weg wählt, dass man immer die schnelle Dopaminausschüttung haben will. Und das Problem ist halt, sowas wie ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, das schüttet halt nicht in diesen 3 Jahren, wo du es aufbaust, extrem viel Dopamin aus, sondern natürlich mehr so nach hinten raus. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwann dein Unternehmensziel erreichst oder ein gewisses Umsatzziel erreichst, dann freust du dich natürlich. Das schüttet dein Dopamin aus und das motiviert dich dann weiterzumachen. Aber das passiert halt nicht so, nicht ständig auf dem Weg, sondern der Weg ist natürlich auch anstrengend und der Weg ist auch dopaminarm zum Teil. Das ist genauso, wie wenn du jetzt anfängst, keine Ahnung, zu trainieren oder Sport zu machen und du hast es gehasst, Sport zu machen, du findest es einfach ätzend, dann wird natürlich das Sportmachen für die ersten paar Monate wahrscheinlich nicht sehr dopaminausschüttend sein. Irgendwann kann es das werden. Alles kann dopaminausschüttend werden. Das heißt, positive Sachen können auch dopaminausschüttend werden und damit sehr, sehr gut. Aber am Anfang ist es eben so, dass es wahrscheinlich nicht sehr dopaminausschüttend ist. Und wenn du es dann gewohnt bist, immer diese schnellen Fixes zu haben, wie so eine Drogeninjektion, dann ist natürlich klar, dass du diese Langzeitziele gar nicht so richtig ja, erreichen kannst, weil du hast gar kein Durchhaltevermögen. Du bist so, oh, das Ziel ist es nicht wert. Ich hole mir jetzt schnell lieber die Kurzzeitbelohnung, zum Beispiel setze mich jetzt lieber vor Netflix. Und das kennen viele Leute, dieses klassische Prokrastinieren, Dinge aufschieben, dass du eigentlich was machen willst, du willst eigentlich irgendwas Produktives machen, aber irgendwie gehst du dann so im Sog von unproduktiven Dingen verloren. Und jeder hat das sicherlich schon mal erlebt. Und das hat eben damit zu tun, dass unser Dopaminaushalt so ein bisschen durcheinander gekommen ist. Und wo wir dann in der Vergangenheit Pornos und Masturbation gefastet haben, geht es jetzt darum, in diesem Dopamin-Detox für ein paar Tage von all diesen Sachen zu fasten, ja, die für dich schnelle Dopaminschübe bedeuten. Und das ist natürlich unterschiedlich, das ist für jeden unterschiedlich. Und der erste Schritt, wenn du jetzt hier mitmachen willst bei der Challenge, für mich geht sie bis Donnerstag, für dich würde sie bis Freitag gehen. Dann würde ich am Freitag nämlich, wie ihr das auch schon kennt, nochmal ein neues Video hochladen, wo ihr dann eure Ergebnisse schreiben könnt. Das heißt, wenn du teilnehmen willst, es gilt das Gleiche über jede Herausforderung, schreibst du unten in die Kommentare, ich bin dabei, und dann schreibst du bitte auch in das Video am Freitag, was ich dann hochladen werde, hey, so und so war meine Erfahrung. Also wenn du dabei sein willst bei dieser Challenge, dann ist das Mindeste, wozu du dich committen musst. Aber jetzt mal zur Challenge. Wie gesagt, ihr würdet es bis Freitag machen, ich mache es bis Donnerstag, einfach weil ich es schon 2 Tage länger mache. Das heißt, es schiebt sich so ein bisschen. Freitag werde ich dann über meine Erfahrungen berichten und möchte auch, dass ihr über eure Erfahrungen berichtet. Aber was ist jetzt genau Dopamin-Detox? Dopamin-Detox bedeutet einfach, dass du dir einen Zettel nimmst oder dir einfach mal aufschreibst, was sind die Sachen, die bei mir extreme Ablenkungen, wo verschwende ich meine Zeit, wo prokrastiniere ich, was sind meine Quick-Fixes, was ist das, was mich kurzzeitig glücklich macht, aber wo ich danach merke, ah, okay, jetzt hättest du eigentlich lieber, du wolltest doch was ganz anderes machen. Also ich gebe dir ein paar Beispiele aus meinem Leben, was ich mir aufgeschrieben habe. Und du solltest dir viel davon aufschreiben. Ich habe mir aufgeschrieben Instagram. Ich check da manchmal ein bisschen rum, gucke mir irgendwelche heißen Girls an oder so, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall so eine Sache, die auf jeden Fall rausgeflogen ist. Facebook, da bin ich eigentlich nie, aber ich habe es trotzdem aufgeschrieben. YouTube ist eine ganz große Sache für mich, weil ich viel Videos schaue und auch viel so, also ich schaue auch viele Wissensvideos, ich informiere mich viel, aber das ist so ein bisschen meine Droge irgendwo, weißt du, ich schaue ständig irgendwie auf YouTube und manchmal habe ich dann wirklich, dass ich produktiv sein will und dann in so einem YouTube-Video alles hintereinander gucken, Ding verloren gehe für 2 Stunden. Und deswegen auf jeden Fall eine Sache, die ich aufschreiben muss. Für dich könnte es was anderes sein. Für dich könnte es eine sehr anstrengende Sache sein, ein YouTube-Video zu schauen und dich darüber zu informieren, wie, keine Ahnung, dein Hormonsystem funktioniert. Für mich ist es nicht anstrengend, für mich ist es geil, ich mache das gerne. Es könnte für dich anstrengend sein und dann sollte es nicht auf deiner Liste stehen. Aber auch sowas wie, erstens, Junkfood, Fastfood ist nicht mein großes Problem, aber ich schreibe es auf, keine Süßigkeiten, keine Chips, auch nicht so ein Riesenproblem, kein Red Bull. Ich trinke nämlich relativ viel Red Bull auch immer mal wieder. Das habe ich auf jeden Fall aufgeschrieben. Das ist halt auch so ein Quick Fix, so ein Zucker Quick Fix für mich. Was ich mir dann auf jeden Fall noch aufgeschrieben habe, sind solche Sachen wie Netflix, Amazon Prime, also alles, was mit Serien und Filmen zu tun hat. Ich schaue schon relativ viele Serien, deswegen wollte ich das aufschreiben. Das ist auch rausgeflogen. Musik hören ist rausgeflogen, weil Musik hören dann oft, das mache ich oft auf YouTube. Das ist ja erstmal nichts Schlechtes, aber ich mache es auf YouTube und dann könnte ich da wieder in diesen Kreislauf von YouTube-Videos kommen. Deswegen habe ich das auch aufgeschrieben. Jetzt muss ich selber gerade überlegen. Auf jeden Fall Videogames habe ich aufgeschrieben, weil ich schon ab und zu mal gerne eine Runde spiele. Das habe ich auch natürlich rausgenommen.
Also all diese Sachen, die dich einfach ablenken und die dich kurzzeitig irgendwie happy machen sollen. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas, natürlich Masturbation und Pornos, das solltest du auf jeden Fall mit aufschreiben, das sollte sich wahrscheinlich jeder mal mit aufschreiben. Aber ansonsten musst du halt gucken, was so deine Dinger sind. Also jeder hat so sein Ding, ne? Also du könntest da auch rauchen, vielleicht rauchst du. Du könntest aber auch, was könnten ablenkende Dinge für dich sein? Ich weiß nicht. Das musst du halt für dich schauen. Also es sind einfach negative, unproduktive Verhaltensweisen. Das ist der Grund, warum ich zum Beispiel, obwohl ich viel Sport mache, Sport nicht aufgeschrieben habe. Weil Sport wäre so eine Verhaltensweise, die ich in einer optimalen Welt auch gar nicht ablegen wollen würde. Also du frag dich halt einfach, das ist vielleicht eine gute Sache, frag dich einfach in einer optimalen Welt mit einem optimalen Ich, was würde ich da gerne für Verhaltensweisen an den Tag legen und wie würde ich gerne mein Leben gestalten? Und für mich würde Sport dazugehören und deswegen will ich es nicht ablegen. Für mich würde sicherlich auch das Wissen, sich Wissen anzueignen, dazugehören, aber halt nicht in dieser Form, in der ich das auf YouTube manchmal mache. In dieser Binge-Form sozusagen. Ne, das schreibst du dir alles auf, machst dir sozusagen deine Regeln und je genauer du die Regeln machst, desto besser. Also das ist wirklich wichtig, deswegen habe ich keine Musik aufgeschrieben, damit ich gar nicht erst auf YouTube komme. Und dann nimmst du dir halt vor, zusammen mit mir und den anderen hier, für die nächsten Tage eben genau darauf zu verzichten. Also Dinge, die jetzt bei mir noch überbleiben sind, dass ich Dinge für die Uni mache, dass ich Dinge hier für die Selbstständigkeit mache, dass ich meditiere, dass ich Sport mache. Das Lesen habe ich mir nicht wegerlaubt. Also ich lese gerade so Fantasy-Bücher, da lese ich dann ab und zu mal eine halbe Stunde oder so. Ja, aber das sind so die basic Sachen, die mir noch übrig bleiben. Also alles solche Sachen, die jetzt nicht extrem, boah, jetzt kriege ich voll den Dopamin-Rush. Ja, da ist nicht viel übergeblieben. Das heißt, ich kann eigentlich fast nur produktive Sachen machen, die mich irgendwie weiterbringen. Und das ist eben das Ziel. Das, am Ende des Tages sollten die Sachen überbleiben, die dich produktiver machen. Und du wirst vielleicht feststellen, dass es am Anfang schwierig ist, dass da nicht so viel Willenskraft hintersteckt. Und daran siehst du dann, wie tief du schon in diesem Dopamin-Schlechte-Gewohnheiten-Sumpf drin warst. Also wenn du merkst, boah, ich komme jetzt gar nicht klar, mir fehlt das alles richtig und es funktioniert gar nicht für mich, dann sollte das ein Warnzeichen sein, wie ja, wenig dein Leben noch in den richtigen Bahnen läuft. Das ist also auch ein tolles Warnsystem, um mal zu gucken, wie ist dein Leben aktuell aufgebaut. Na, das heißt, erster Schritt, schreibst dir auf, was sind die Sachen, die du rauskicken willst. Überleg dir dazu einfach, okay, in einer optimalen Welt, welche Verhaltensweisen hätte ich dann gerne noch? Was sind wirklich produktive Verhaltensweisen, gute Verhaltensweisen für mich? Alles andere wird rausgekickt. All diese suchterregenden Verhaltensweisen werden rausgekickt. Und dann nimmst du dir eben vor, bis Freitagmorgen mit mir zusammen auf diese Sachen zu verzichten und dein Leben in diesen Tagen anders zu gestalten. Wenn du dabei sein willst, schreibst du es in die Kommentare und schreibst dann auch am Freitag im Video, das ich dann hochladen werde, deine Erfahrungen. Das war's von heute. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, du machst auch mit bei der Herausforderung. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin, ciao.